بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، بزن متنبوخ العربية بين يديك، الوحدة السادسة والحمد لله، مودول 6، الصلاة تسكبيت، الدرس السابع والأربعون، لكتيون 47. Und mit den beiden geehrten Brüdern, einmal Sheikh Shahriya und einmal Sheikh Adam. Wir fangen dann inshallah mit dem Dialog an. Al-Hiwar al-Thani, der zweite Dialog. Unzur wastami' wa a'id. Ana sa'aqra wa utarjim. Ich werde lesen und übersetzen. Wa ba'da dhalika antum taqra'un. Danach liest ihr. عصام السلام عليكم. صالح وعليكم السلام. أنا مسافر إلى مكة. Ich fliege oder ich bin ein Fliegender nach Mekka. إلى أين أنت مسافر؟ Wohin fliegst du؟ أنا مسافر إلى المدينة. Ich werde nach Medina fliegen. لماذا أنت مسافر إلى مكة؟ Warum fliegst du nach Mekka? Natürlich, hier muss ich etwas sagen. Also für einige wird es ein bisschen schwierig sein vielleicht, aber für den, der es eben begreifen kann. Musafir ist Ism Fa'il, also dieser Nomen der Person, der Reisende. Wenn das bei Musafir ist, also wenn das dann eben der Nomen ist, die Person ist, dann kann es auch den Verb spielen. Und deswegen übersetze ich das manchmal komisch. Also manchmal sage ich der Reisende und ich mache eine Reise oder ich mache die Reise nach Medina oder Mekka. Was genau das alles bedeutet, werden wir inshallah mit der Zeit lernen. Aber dass ihr jetzt schon wisst, dass Musafir, dieses Ism Fa'il, so nennt man das, auch den Verb spielen kann. Also Yusafiru. Weil Safara ist der Infinitiv, huwa Safara. Yusafiru, er fliegt. Anta tusafiru. Anti tusafirina. Ana usafiru. Wa nahnu musafiru. Isam, lissalati fil Masjid al-Haram. Also wegen das Gebet in al-Masjid al-Haram. ولماذا أنت مسافر إلى المدينة؟ Warum verreist du nach المدينة؟ صالح للصلاة في المسجد النبوي. Das Gebet oder für das Beten in der Prophetenmoschee. صلى الله عليه وسلم. Mögen uns Allah عز وجل zu denen gehören, die diese Moschee betreten können und den Propheten صلى الله عليه وسلم grüßen können. Amen. أين تصلي الجمعة؟ Wo betest du das Freitagsgebet? في المسجد الحرام. Also in der Haram Moschee, in der Kaaba. إن شاء الله. وأين ستصلي الجمعة؟ Und wo betest du das Freitagsgebet? Wo wirst du das Freitagsgebet beten? Natürlich, dieses Sin ist für die Zukunft. Und wir haben zwei Arten, wie wir für die Zukunft reden können. Und zwar einmal sin, setusalli, und einmal saufa. Also wir können sagen, wa aina saufa tusalli al-Jum'a. Natürlich gibt es kleine Unterschiede, aber man kann eigentlich beides benutzen. Fil masjid al-Nawawi, insha'Allah. In der Prophetenmoschee, insha'Allah. طيب, kaifa ستسافر إلى المدينة. Wie fliegst du? Oder wie verreist du nach المدينة? أركب الطائرة. Ich werde den Flugzeug einsteigen. أي أسئلة? Habt ihr Fragen? Also ich habe eine Frage vielleicht noch. Also wenn man sagt, أنا مسافر إلى المدينة, kannst du noch mal sagen, wie du das übersetzt hast? Okay. Also einmal sagt man, ich bin ein Reisender nach Medina. Okay. Und ich verreise nach Medina. Okay, ich verstehe dann. Okay, der sagt dran.
Und also besser wäre, genauer wäre sozusagen, wenn man sagt, ich bin ein Reisender nach Medina zum Beispiel. Man kann ehrlich gesagt, ich selbst bin nicht so jetzt detailliert in Arabisch, aber man sagt, al-ism fa'il ya'mal 'amal al-fi'l, also er steht in der Position des Verbes. Das bedeutet, die Bedeutung so und die Bedeutung so ist richtig. Aha, beides wäre richtig, okay. Ja, beides ist richtig. Also das ist, was ich jetzt bis jetzt gelernt habe. طيب. الآن وجزاكم. الآن عصام سيكون آدم. آدم أنت تقرأ عصام. وشهرية أنت تمام. وأنت شهرية ستقرأ صالح. تمام. Warte, warum sagt man Mekette? Warum ist Genau, Mekette? Mekette. Warum? Schöne Frage, schöne Frage. Genau, du hast gut aufgepasst. Eigentlich müsste es sein Ila Mekkati. Weil Ila ist ja eine Präposition und dann sagst du Mekkati. Aber in den anderen Unterrichten haben wir etwas gehört, was sich Mamnua min as-Sarf nennt. Es gibt bestimmte Wörter, die eine bestimmte Form haben, die ausländische Fremdwörter sind. Und deswegen bekommen sie kein Kessra und kein Tanwin. Und Mekke ist einer von diesem Mamnua min as-Sarf. Und deswegen sagen wir Mekketa und nicht Mekketi. Al-an, Adam, ibda. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ana musafirun ila Mekka. Ila aina anta musafir? Ana musafirun ila al-Madina. Limadha anta مسافر إلى مكة. للصلاة في المسجد الحرام. ولماذا أنت مسافر إلى مدينة؟ في المسجد النبوي إن شاء الله. War das nicht للصلاة في المسجد النبوي؟ Ich Und bin, das darunter. Ich hab's, Entschuldigung. Lissalati fil lissalati fi Masjid an-Nabawi aina satusalli al-Jum'ah fil Masjid al-Haram insha Allah wa aina satusalli Jum'ah fil Masjid an-Nabawi insha Allah kayfa satusafirun ila Madinah أركبت طائرة. Ahsant. Gerade, also durch Adam ist mir auch gerade etwas eingefallen, was wir in dem Unterricht, in dem vorletzten Unterricht von At-Ta'am und Sharab gelernt haben. Und zwar hatten wir da eine Frage, und zwar Wajabat und Wajbat. Ich habe nochmal nachgeschlaut und beides geht. Also dieses Wort in dieser Form, dieses Wajbat, Fa'alan, kann man auch Fa'alan sagen. Also Wajabat und Wajbat. Das so als Info nochmal. Wajazakum. Nadhhabu ila safhat al-thaliya. Al-an. Al-mufradat. Al-arq. Unzur, wastami' wa a'id. مكة شيخ آدم هل تستطيع أن تعطيني جملة مع كلمة مكة؟ أنا مسافر إلى مكة. أحسنت شيخ شهريا أعطيني جملة مع المدينة مع كلمة المدينة. Kann man sagen, Usalli, Usalli, Salatul Jumma, fil Masjid al-Nabawiyya, fi Medina? Fil Medina, nam. Fil Medina. Könnte man sagen, nam. Oder du könntest auch ganz normal kurz und sagen, Anna fil Medina. Oder Anna Usalli fil Medina. Zum Anna Beispiel. Usalli fil Medina.
Natürlich Al-Madina, einmal kann das als Stadt bezeichnet werden, also die Stadt Al-Madina. Und man kann zum Beispiel das Versteckte eben meinen, also Al-Madina tul Munawwara. Dann meint man eben die Prophetenstadt. Aber wenn man Al-Madina allgemein sagen würde, dann meint man irgendeine Stadt. Ayya Madina. طيب شيخ آدم أعطيني جملة مع مسافر. أنا مسافر إلى المغرب. ممتاز، أنا مسافر إلى المغرب. طيب شيخ شهريا يركب، أعطيني جملة. Yerkabu heißt reisen oder nee. Einsteigen. Einsteigen. Ila Sayara. Ohne Ila, also Wie? einfach nur ich steige Yerkabu Sayyara direkt. Yerkabu Sayara. Genau. Was bedeutet nochmal Bus? Das habe ich vergessen. Hafila. Hafila. Yerkabu Hafila. Yerkabul Hafila. Yerkabul Hafila. Also, wenn wir sagen Yerkabul Hafila, er steigt den Bus ein. Wenn wir Okay. sagen Yerkabu Hafilatan, er steigt irgendeinen Bus sozusagen. Also er steigt einen Bus, was dann unbekannt ist. Man braucht kein Vieh, also man steigt in den Bus ein, das braucht man nicht. Nein, das braucht man nicht. Ah, okay. Sheikh Adam, أعطيني جملة مع المسجد الحرام. المسجد الحرام جميل جدا. أحسنت. ما أجمل هذه الجملة. Das ist die beste, der beste Satz, den ich heute gehört habe. ما شاء الله. Okay. Sheikh Shahria, المسجد النبوي. المسجد النبوي. يصلي صلاة المغرب في المسجد في المسجد النبي. دقق أو راجع النحو. Also wiederhol noch mal die Grammatik. يصلي نعم يصلي. يصلي بدأت er betet, oder? Okay, ja Nein, genau. er betet. Er betet, مضارع. مضارع. يصلي صلاة المغرب zum Beispiel. يصلي Jetzt صلاة المغرب. أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ Wo ist der Nominativ؟ Also ich dachte, das steckt in dem Wort Yusalli, ja. Genau, okay. Also huwa yusalli sozusagen. Richtig. طيب, das nächste Wort. الكلمة التالية. Ah, okay. Yusalli Salatal Maghriba, oder? مغربي weil مضاف إليه. Achso. يصلي صلاة المغرب في المسجد النبي. النبوي. في المسجد النبوي. Genau. Also مسجد النبي und مسجد النبوي könnte man eigentlich beides sagen. Aber wir haben jetzt hier النبوي. النبوي. Aber أحسنت. Also du hast richtig gut aufgepasst, ما شاء الله. جزاك الله خيرا. وجزاكم. طيب شيخ شهري شيخ آدم الآن صلاة الجمعة أعطيني جملة. في صلاة الجمعة كثير الناس. كثير الناس. Also da musste man ein bisschen nochmal nachschauen. Man könnte sagen zum Beispiel, كثيرٌ من الناس, also viele von den Menschen oder viele Menschen, كثيرٌ من الناس في صلاة الجمعة. Das wäre jetzt, was ich jetzt korrekt in meinem Kopf habe. Okay. Okay. طيب شيخ شهري الآن الطائرة أعطيني جملة. طائرة
Arkabu oder Arkabu Arkabu Toira. نعم الطائرة أم الطائرة أم الطائرة أركبوا الطائرة. أحسنت ممتاز Aber wenn man طيب sagt أركبوا أركبوا الطائرة und aus dem تا also den تا مربوطة so verwendet, weil das am Ende des Satzes steht, also würde man verstehen das oder nicht? Also das ist eigentlich das Korrekte. Man sagt, die Araber fangen nicht mit Sukun an. Also dieses zum Beispiel Spielen, dieses SP, dass da der erste Buchstabe kein Vokale hat, das gibt es nicht bei den Arabern. Und beim Ende wird immer Sukun gemacht. Also wie du gesagt hast, Ta'ira, aber ich wollte wissen, ob du die Haraka richtig weißt. Okay, also weil das jetzt sozusagen ein Objekt ist, muss man sagen, Ta'ira Tan müsste man schreiben, aber könnte man Ta'ira aussprechen. Genau, richtig. طيب الآن السؤال الأول شيخ آدم من سيسافر إلى مكة؟ عصام سيسافر إلى مكة. أحسنت عصام wird nach Mekka fliegen. رقم اثنين شيخ شهريا من سيسافر إلى المدينة؟ Wie schon ein bisschen, Saleh? Saleh, okay. Ja. Saleh, 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 sayusafirun ila al-Madina. Sayusafiru, weil das ein Verb ist. Okay. Saleh, sayusafiru ila al-Madina. Weißt du, was Schummeln auf Arabisch heißt? Nee. Adam, weißt du das? Nein. Jerisch, rascha, jerisch. Und dazu gibt es auch einen Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, es gibt mehrere Überlieferungen, man rascha, falaysa minna. Wer schummelt, der gehört nicht von uns oder zu uns. Es gibt auch eine andere Überlieferung, aber die ist eben so begrenzter, man raschana, wer uns betrügt oder wer uns anschummelt, der ist nicht von uns. Möge Allah uns nicht zu diesen gehören lassen, also dass wir zu denen gehören, die zu den Propheten sallallahu alaihi wasallam gehören. Amen. طيب رقم اثنان الآن شيخ شهري أظن نعم شيخ آدم الآن رقم ثلاثة من سيصلي في المسجد الحرام؟ صالح سيصلي في مسجد الحرام. أكيد متأكد. Bist du sicher? Ja. عصام يقول للصلاة في مسجد الحرام. إذن من سيصلي في المسجد الحرام؟ عصام سيصلي في المسجد الحرام. أحسنت عصام سيصلي في المسجد الحرام. طيب الآن شيخ شهري رقم أربعة من سيصلي في المسجد النبوي؟ صالح سيصلي في المسجد النبوي. أحسنت رقم خمسة أين المسجد الحرام؟ في مكة. في مكة أم في مكة؟ في مكة. أحسنت في مكة. أوكي رقم ستة أين المسجد النبوي؟ المسجد النبوي في في مدينة منورة. في المدينة المنورة. في المدينة المنورة. أحسن رقم سبعة أين سيصلي عصام صلاة الجمعة؟
في المسجد الحرام. أحسنت، نعم، في المسجد الحرام. رقم 8، أين سيصلي صالح صلاة الجمعة؟ Einer heißt ja wo oder ja. أين بو؟ نعم. Okay. صالح صالح سيصلي صلاة الجمعة في المسجد النبوي. أحسنت، نعم، في المسجد النبوي. رقم 9، من سيسافر بالطائرة؟ عصام سيسافر بالطائرة. عصام صالح. صالح، صالح. أحسنت، نعم، عصام يسأل وصالح يركب. عصام فراغت und صالح sagt das oder steigt ein. أحسنتما. Hier bleiben wir dann inshallah stehen. ربنا عافنا واعف عنا واحفظنا يا أسرار الفاتحة.